Ja, heute sind wir bei Herrn Walter Nebel in Lehrte. Herr Nebel hat sich im Jahr 2010 dazu entschlossen, die alte Gasheizung durch eine moderne Gasbrennwertheizung mit solarer Unterstützung für Heizung und Warmwasser zu installieren. Ja, ich habe mich im Vorfeld mit Heizungen beschäftigt, da ich auch im Bauhandwerk tätig war mit Bauheizungen und bin dann zum Entschluss gekommen, nachdem ich die Infoveranstaltung bei der Firma Zagat besucht habe, mich für ein Servicegerät zu interessieren. So, nach langen Überlegungen und der Kostenanalyse habe ich dann gesagt, okay, ich gebe lieber ein bisschen mehr Geld aus. Der Einspareffekt ist immens gegenüber den Mitbewerbern. Und durch die Solarunterstützung habe ich im Grunde genommen im Sommer keinen Gasverbrauch. Es muss dann wirklich schon extrem kalt sein, dass auch mal ein bisschen Gas durchlädt. Selbst im Winter, wenn wir 10 Grad minus haben und die Sonne scheint 3, 4 Stunden, geht kein Gas durch die Anlage. Und das ist für mich eigentlich das Ausschlaggebende gewesen. Dann habe ich meine Waschmaschine bzw. Geschirrspüler auch darüber laufen. Das heißt, die Geschirrteile, die sind dementsprechend schneller fertig. Ich brauche den Strom weniger und bei der Waschmaschine ist es halt so, dass ich dem die optimalen Temperaturen einstellen kann über ein Steuergerät, was ein Vorschaltgerät, was da dran ist. Und ja, die Einsparpotenziale sind halt eben dementsprechend gut. Konnte man das feststellen, dass der Stromverbrauch auch gesunken ist? Ja, ist auch. Nicht nur allein schon durch die Waschmaschine, sondern auch durch die Effizienzpumpen, die jetzt mit drin sind, die jetzt nicht mehr dem unter der vollen Leistung laufen, wie ich es im Vorfeld hatte. Ja, ist schon ein Unterschied, ob Schon. eine Pumpe mit 8 oder 12 Watt oder wie früher mit 80 Watt läuft. Ja. So, dann hatte ich ja damals mein Warmwasser auch noch über die Heizung gehabt. Das heißt, ich habe mit 60 kW war es, glaube ich, den ich hatte, immer noch mein Warmwasser erheizt, die 120 Liter. Sommer wie Winter und dementsprechend ist natürlich Gas durchgegangen. Vorteil war bei der ersten Gasabrechnung, dass die Stadtwerke gefragt haben, ob meine Heizung kaputt ist oder ob ich was falsch angeklemmt habe. Die haben also zweimal nachgefragt beim Zählerstand. Das war also schon ein Erfolgserlebnis. Ja, die Einsparung, das wurde ja auch ausgewertet, liegt bei über 65% insgesamt. Das ist doch mal nicht schlecht. Das ist in Ordnung, ja. Ich bin damit zufrieden. Ja. Gut, dann gab es ja nur noch, ich habe es dann einmal über KfW-Darlehen gemacht, beziehungsweise es gab auch noch die BAFA-Förderung dazu. Das waren auch noch mal knapp 2.000 Euro als Unterstützung. Das ist schon nicht schlecht Das lohnt gewesen, sich schon. ja. So, im Grunde genommen brauchte ich mich um nichts weiter kümmern. Firma Zeigert hat alles für mich ausgefüllt. Ich brauchte nur noch unterschreiben, überweisen anschließend, aber alles andere hat super gepasst. Service. Ich hatte auch in der Zeit, wo die Heizung ausgetauscht wurde, warmes Wasser im Haus. Es wurde ein Elektroboiler installiert, dass wir selbst da auch keine Einbußen hatten. Also der Komfort weiter hingegeben war im Haus. Das macht die Firma alles so als Service mit. Ja. Das ist ja eine tolle Firma. Hat denn die Firma, wie sind Sie denn rangekommen an die Firma Zeiger? Ja, über Zeitung. Und Und dann die Zeitung Infoabend. Werbung, der Infoabend und ich habe das zwei, dreimal gelesen und dann den einen Abend passte das, dann bin ich halt hingegangen, habe mir das Ganze angehört Wird überzeugt. und überzeugt, ja. Also gleich den Abend war ich eigentlich überzeugt. Ich habe dann mit Herrn Zeiger einen Termin gemacht, der hat sich das bei mir alles angesehen, Angebot geschrieben, naja, dann 2 Nächte drüber geschlafen und dann geordert. Ich muss natürlich dazu sagen, ich habe nicht nur die Heizung gemacht, ich habe in dem Bereich auch gleich mein Dach isoliert. Mit Aufsparrendämmung und eine Giebelseite noch isoliert. Also das ganze Paket hat das Ganze natürlich dementsprechend zusammengebracht, beziehungsweise dass dann halt eben die Einsparungen auch noch eben größer waren.